Medienabteilung von Einladung zum Erfolg präsentiert. Dass es diese Meinung gibt, dass es Gelehrte gibt, die sagen, wenn ich bete, das Käfer. Und das sagt auch Abdullah ibn Shaqiq, Tabi'in, ma kan ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yarawun ashayin min amali tarbu kufr. Die Sahaba haben nichts von den Taten, die man lassen, als Kufr gesehen, außer das Gebet. Und Allah sagt im Surah 9, Vers 11, fa'itabu wa aqamu salata wa atu zakata fa'ikhwanu kufr. Wenn sie also Reue zeigen, die Mufrikun, also von ihrem Weg abweichen und das Gebet verrichten und dieser Kern richten, dann sind sie Brüder im Glauben. Und in Surah 74 Mudathir, die erste Antwort der Leute in der Hölle ist, Lam nakum musallim, wir gehören nicht zum Beten. In Surah Mursalat, die 77. Sure, noch 10 oder 11 Mal, Wailu yawma idhillil mukadribin, weh an jenem Tag, den Leugnern sagt, und dann wird nur eine einzige Tat erwähnt, die auf sie zutrifft. وَإِذَا قِيلَ لَمُرْقَعُوا لَا يَرْقَعُونَ. Als sie ihnen gesagt wird, macht Rukua, verbeugt euch und betet, لَا يَرْقَعُونَ. Und der Prophet a.s. sagte in Sahih Muslim, بَيْنَ رَجَلِي وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَكُفْرِ تَرْقُ السَّلَامِ. Zwischen einem Menschen mit Schirk und Kufr liegt die Unterlassung des Gebets. Und der Prophet a.s. sagt im Hadith in Tirmidhi, Al-Ahdu ladhi baynana wa baynahum as-salah, faman taraka faqad kafara. Die Vereinbarung, der Vertrag zwischen uns und ihnen, also der Unterschied zwischen uns und ihnen, ist das Gebet. So, wer es verlässt, wird ungläubig. واكتب فيه خلودا يا شهيدا خذ دمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا انك القومك اذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الارض ودع شعله